Panigale V2. Grüner wird's nicht. Kranker Typ. Ich habe Feierabend und fahre nach Hause. Ich überlege, ob ich tatsächlich nach Hause fahre. Eigentlich habe ich noch Lust, ein bisschen rumzufahren. Dann machen wir das einfach. Hunger habe ich auch. Vielleicht hole ich mir noch unterwegs was zu essen. Mal schauen. Alles spontan jetzt. Bitteschön. Gleichgesinnte, wo seid ihr? Keiner da? Peinlich, danke. Fahranfängerfehler. So peinlich. Dankeschön. Boah, was ist das denn für ein Taxi? Ein VW? Ich hätte jetzt auf Toyota oder sowas getippt, auf was Japanisches. Multivan? Nee. Die T-Reihe? Wisst ihr, was für ein VW das ist? Ich habe gerade echt Fragezeichen im Kopf. Boah, gerade sind zwei Motorradfahrer vorbeigefahren. Ich fahre einfach mal hinterher. Boah, habe ich gerade verpasst. Was macht der denn? Ist ja geil. Richtiger Showman hier. So wie der fährt, der hat auch eine Kamera vorne. Genau. Das ist bestimmt auch so ein Influencer. Ja, jetzt macht er auch den Anfängerfehler. Du blinkst noch. Hi. Ich wollte gerade nach Hause fahren, aber jetzt habe ich die zwei Fahrer hier getroffen. Nice. Hast du Sena? Nein, okay. Ich verstehe die Sprache manchmal nicht. Sagt er. Ach so, ja, stimmt. Diese geheime Sprache, Polizisten. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ja, Mann, jetzt bin ich auch cool. Stimmt, dieses Zeichen, wenn man mit der Hand auf einen Helm klopft, auf die Mütze klopft, das bedeutet ja, da sind Polizisten. Hi, einen ruhigen Dienst gewünscht. Ich wünsche einen ruhigen Dienst. Grüner wird's nicht. Hab ich doch ein cooles Video erwischt. Fährt mir aber ein bisschen gefährlich, der Bro. Was macht der denn für eine Show hier? Geiler Typ. Schöne Stunts! Wo? Wo ist der andere? Bir arkadaş alacağız, ondan sonra gezeceğiz. Tamam, arkadaşın nerede? Ben de aspek daha arabayım. Ha, okay. Wenn Kinder da sind, dann kein Gas geben, ey. So, Leute. Richtig gut. Der Feierabend hat sich gelohnt. Die Sonne scheint und ich habe Gleichgesinnte gefunden. Und zwar richtig gute sogar. Wir haben uns jetzt... Warte, wie sehe ich hier zu? So... Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Richtig korrekte Leute. Kranker Typ. Er spielt mit dem Fahrrad. Ich sag einfach mal Fahrrad bei ihm dazu.
Strike! Ho, ho, ho. Was ist denn das für ein Auto? Hammer! Krass! Eigentlich sollte es ein ganz kurzes Video werden, aber daraus ist eben nach dem Feierabend ein langes Video geworden, weil ich die coolen Leute hier getroffen habe. Er hat seine Maschine neu hier, seine schöne Ducati, Baujahr 2023. Panigale V2. Hammer. Er hat noch nicht mal 1000 Kilometer drunter. Guck mal, da sieht man es. 972. Muss erstmal eingefahren werden. Der Sound ist schon krass. Und der ist noch nicht mal eingefahren. Eigentlich bin ich kein Ducati-Fan, muss ich mal so nebenbei erwähnen. Aber die Maschine, die hat was. Dann. Ey, seine Maschine ist so krass. Er hat irgendwie die, keine Ahnung, wie vielte Auflage und drei Unterschriften von irgendwelchen Meisterschaften, die er gewonnen hat. Der Motorradfahrer, ich weiß jetzt nicht, welchen Namen er genannt hat. Ja, auf jeden Fall ein Spezialgerät, dieses Gerät hier. Ja, Mann. Schöne Aussicht hier am East Side Mall. Ja, Mann. Bist du schon mal Ducati gefahren? Nee. Dann wirst du verstehen, was ich meine mit mir ist warm. Auf Wiederhören. Komm her. Guck mal, wo mein Krümmer sitzt. Oh. Oh. Ich hatte gerade in der Spitze 106 Grad. Ja, ich auch. Aber bei dir... Kontaktlos, Arsch auf Arsch. Ja, wirklich. Oh, was ist das denn? Der Krümmer sitzt ja direkt unterm Sitz. Ja. Eieiei. Dein Krümmer, der wird langsam blau. Richtig geil. Eigentlich passiert das selten. Mach's immer. Mavion Meerwaschli. Wird schön blau, wa? Ja. Eigentlich wird nur Titanblau. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Für heute mache ich einen Cut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.